Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie hier recht herzlich zu unserer kleinen Aufführung in Pesingendorf. Heute Abend möchte ich Ihnen einen Einblick in die Welt der Jugend von heute und der Kommunikation mit der. Was soll ich machen? Ich bin wieder hochgegangen in den Räumlichkeiten. Danach war erstmal die Kennenlernphase. Und dann kamen Sie rein. Eine Frau stürmte vorne an die Tafel und meinte: Ja, schönen guten Morgen. Wo ich mir dachte, ey, was ist denn daran schön? Ja, und jetzt sagen Sie mir mal bitte zwei, drei Worte, was wir jetzt machen wollen. Ich sage, ich habe eine Idee. Wie wär's da mit einer Ausfahrt machen? Oder noch besser, wir fahren nach Hause. Ja, da bin ich erstmal ruhig. Und meinte, ja, die Ziele des Seminars sind, dass der Jugendlichen die Chance gegeben wird, das Wurst auf die Beine zu stellen. Durch Training des Auftretens und der Kommunikation. In diesem Seminar wurde mir auch klar, was die Gesellschaft über die Jugend heutzutage denkt. Heutzutage verlangt der Arbeitgeber von einem, dass man 22 Jahre jung ist, 18 Jahre Berufserfahrung hat. Jederzeit und überall einsetzbar, 24 Stunden am Tag. Komm, wir gehen ins Kino. Oder was essen? Hallo, auch zu arbeiten. Komm, wir gehen. Hey, ich rede mit dir. Hallo. Kenn ich. Ja, am besten, man muss Single sein. Man sollte sich nur in die Arbeit vertiefen, sodass man keine Zeit mehr für Freunde oder Familie hat. Man soll nur für die Arbeit existieren.